Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skyrim. So, wir sollen das Horn von Jürgen Windruf holen. Rufer. Und das werden wir wahrscheinlich auch machen. Und es schneit wie verrückt. Und es ist auch so neblig. Das kommt auch von einem Mod, nämlich Better Storms oder so heißt der, glaube ich. Ist bestimmt unten verlinkt und wenn nicht, dann haut mich. So, was machen wir jetzt? Wo sind wir eigentlich? Können wir von hier irgendwo hin? Sind wir hier auf einem... Nee, nicht wirklich. Ich glaube, wir können nur... Oh, niesen. Es sieht so kalt aus mit diesem Sturm, dass ich direkt niesen muss. So, hier haben wir eine Quest erledigt. Genau, ich kann mich erinnern, das war letztes oder vorletztes Mal. Die könnten wir in Weißlauf abgeben. Wo ist jetzt hier irgendwas? Ah, was ist denn hier? Nesselfluch in unserem Besitz bringen. Ha, wäre nicht weit von Flusswald. Könnte man auch machen. Nesselfluch. Was ist denn da? Nordwindspitze. Was haben wir denn hier unten? Sprich mit dem Anführer, der... Irgendwas mit D. Ich vermute mal, das ist diese Vampirjägerjagd, Quest. Akademie von Winterfeste? Ja, da sollten wir als Magier natürlich schon hin. Ich glaube, da gibt's crazy shit, den man hier nicht findet. In den Tiefebenen oder so ähnlich. Schließ dich den aufständischen Schirmmänteln an. Vielleicht will ich das aber gar nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich weiß wirklich nicht, ob ich mir... Ich muss mir mal in dem Spieldurchlauf jetzt, muss ich mich viel mit Sturmmänteln und Imperialen unterhalten, was so deren Ansichten sind. Weil meiner Ansicht nach sind die Imperialen irgendwie bescheuerte Eroberer-Arschlöcher, die einfach sagen, uns gehört alles und ihr auch. Und die dadurch als Reaktion darauf werden aber die Sturmmäntel total radikal und sagen, nein, wir finden alles fremde Scheiße und wir lassen keine Katzenmenschen in unsere Städte und wir finden nur Nords sind cool. Und das finde ich genauso scheiße. Ich finde eigentlich beide scheiße. Kann ich nicht eine dritte Fraktion machen, die kommt und sagt, so, jetzt ist mal Ruhe bei euch. Ihr geht jetzt in die Ecke und ihr in die andere und dann will ich nichts mehr hören. Die Fraktion wäre ich gern. Aber die gibt's leider nicht. Na gut, gehen wir mal zurück nach Weißlauf und geben mal die Quest bei Aela zurück. Würde ich jetzt als erstes machen. Und dann schuben wir vielleicht Nesselfluch. Vielleicht. Mal schauen. Wer weiß. Ah, guck mal, das ist Wuthrad. Die Axt, die die Gefährten suchen. Ich dachte, dass Wuthrad ein Schwert ist, ehrlich gesagt. Aber wenn wir diese Axt in dem Ladebildschirm angezeigt wird, wird es die wohl sein. So, Weißlauf mit Bäumen. Hier werdet Drachenblut genannt. Was bist denn du für einer? An dich kann ich mich aber auch gar nicht erinnern. Ihr beide. Was seid denn ihr für komische Kerle? Warum habt ihr so komische Masken? Das scheinen die Graubärte zu denken. Dann ist es zu spät. Die Lüge hat bereits in den Herzen der Leute Wurzeln geschlagen. Also werden wir ihnen den Irrtum ihrer Herzen aufzeigen, indem wir euch eures ausreißen, Betrüger. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Zeit zu sterben! Hilfe! Ups, ich habe noch den falschen Schrei ausgerüstet. Na komm her, dich brutzeln wir auch noch. Kultist. Alter, du hältst so viel aus. Boah, hält der viel aus. Ich dachte, wir machen den mal gemütlich fertig, aber nee, der ist voll krass. Ich glaube, ich muss mal sehr viel essen. Ein bisschen Apfelkuchen, ein paar gebackene Potatoes und ungefähr 14 Laib Brot stopfen wir uns jetzt rein. Ich stelle mir das immer bildlich vor, wie unterm Kampf mein Charakter auf einmal 14 Laib Brot aus seiner Tasche holt und sich die alle in den Mund stopft. Und dann geht's weiter. Das ist schon ziemlich super. Okay, ich muss mal gucken, was wir jetzt hier machen. Wir müssen jetzt den mal ein bisschen... Funke habe ich höher trainiert. Funke ist besser. Ich kann leider nichts beschwören, außer... Ah, jetzt fällt mir was ein, was ich machen könnte. Momentchen mal. Ich habe doch hier noch diesen Stab des Schutzgeistes. Den beschwöre ich mir. Komm her, Schutzgeist. Erstens ist der nämlich cool. Ich mag den Schutzgeist, weil der ein Wolf ist. Und zweitens habe ich dann einen Schutzgeist. Und ich nehme wieder Blitze in meine Hand. Zweimal.
Und außerdem gehe ich aber hier noch auf Schreie. Und warum kann ich eigentlich Feuer atmen? Warum wird mir der angezeigt, aber ich kann ihn nicht? Wer weiß, ich nehme mal unerbittliche Macht. Okay. Oh, gut gemacht. Das habt ihr echt gut gemacht. Es ist so dunkel hier. Es ist echt so dunkel hier. Ich muss mal ein bisschen Licht machen. Moment, habe ich doch alles in meinem Schnellauswahlmenü. So, den haben wir es gezeigt. Also ihr hauptsächlich. Während ich mir überlegt habe, wie ich es ihnen zeige, habt ihr das einfach gemacht. Manchmal ist einfach Pragmatismus effektiver. Okay, Furcht. Kultistenroben. Magika regeneriert sich schneller. Eine Kultistenmaske. Die ist schon ein bisschen creepy. Handschuhe. Schuhe. Ach komm, hier, den Dolch nehmen wir auch. So. Du auch noch. Eisendolch, Gold. Kultistenbefehl. Die muss ich mir merken. Kultistenbefehl, aber auch die Assassinenbefehle von diesem Assassinen, der mich angegriffen hat. Der irgendwie zweimal der gleiche war, wenn ihr mich fragt. Aber ich habe beide als Untote wieder beschworen und sie sind zu Asche geworden. Also können sie nicht der gleiche sein. Aber irgendwie waren sie es trotzdem. Okay. Objekte und Bücher. Jetzt gucken wir mal schnell. Ich muss mal schauen, damit ich das finde, was ich suche. Moment mal, Giftrezept. Aha, Salze der Leere und Skieferschwanz. Ich dachte, ehrlich gesagt, wenn ich mir das Rezept anschaue, dann wird das automatisch hinzugefügt. Ah, hier sind die Kopfgeldzettel. So, im Namen von Balgruf, dem Ältesten. Ich improvisiere immer ein bisschen. Mir wird öfter gesagt, dass ich Sachen falsch lese. Das stimmt, ich überfliege das alles und erzähle dann im Grunde einfach nur, was ich will. Nee, ich versuche mich schon ans Original zu halten. An alle fähigen Männer und Frauen vom Weißlauf. Die Banditen in Lager stehen, der Sturm... Moment mal, das ist nicht der Kopfgeldzettel, der mich betrifft. Ist er das vielleicht? Im Namen von Laila Rechtsprecher. An alle fähigen und furchtlosen Männer und Frauen in Rift. Der Drache Novigrad verschleppt unser Vieh. Nee, das geht auch nicht mich an. Okay, hier sind wenigstens mal die Kultistenbefehle. So, geht in Rabenfels an Bord der Nordmaid. Bringt sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Tötet das falsche Drachenblut, bekannt als Mr. Knuddelpuffy, bevor er Soltheim erreicht. Kehrt mit der Nachricht eures Erfolgs zurück. Dann wird Mirak sich erkenntlich zeigen. Ich glaube, ich werde Mirak bald erkenntlich zeigen, wenn das eine Drohung ist. Soll auf jeden Fall eine Drohung sein. So, aber jetzt für mich echt Schmugglernotiz. Ich glaube, das ist auch nicht. Hey, wir können jetzt mal Mineralerz umwandeln lernen. Was ist denn das? Wandel einen Klumpen rohes Eisenerz in Silber oder Silbererz in Gold. Wow. Das ist ja nicht schlecht. Damit kann man Materialien aufwerten. Wenn ich den Zauber mal damals mit meinem Schmiedcharakter gekannt hätte. Okay. Blitzresistent. Drosselei und Schneebeere. Ist echt super, diese Rezepte, wo dann immer nur auf so ein riesen DIN A4 Blatt 2 so kleine Wörter stehen. Ganz oben die Überschrift. Rezept für das und das. Hühnerei und Mehl. Gut. Zauberbuch Furcht. Lernen wir. Schmugglernotiz. Ich muss mir nochmal alles genau anschauen. Ah, nee. Obwohl, vielleicht. Wie befohlen, sollt ihr Mr. Knuddelpuffy um jeden Preis umbringen. Das schwarze Sakrament wurde vollzogen. Jemand möchte diese arme Person tot sehen. Wir haben bereits eine Bezahlung für den Auftrag erhalten. Ein Misserfolg kommt nicht in Frage. Gezeichnet Astrid. Astrid, die werden wir auch mal besuchen. Astrid und Mirak stehen jetzt auf meiner Liste von Personen, die ich nicht besonders gern mag. Okay. Was wollten wir hier eigentlich gleich nochmal? Ah, wir wollten eine Quest abgeben. Deswegen sind wir hier. Ich stecke mal meine Zauberhände weg. Das finde ich aber sehr cool, dass einem die Leute darauf ansprechen, wenn man Magie in der Hand hat. Und dann sowas sagen wie, ihr werdet hier aber nicht gleich alles anzünden, oder? Finde ich gut. Ach ja, Weißlauf. Ich fühle mich so heimatlich verbunden zu Weißlauf.
Wer bist du denn? Brill. Der alte Brill. So, ich muss anscheinend eh da rein. Na gut, dann rein mit uns. Brill. Schwarzer Ladebildschirm. Keine Bilder. Schade. So. Wisst ihr was? Ich finde es unverantwortlich, hier so ein Riesenfeuer in einem Raum drin zu machen, der aus Holz besteht hauptsächlich. Dann auch noch so einen leicht entflammbar aussehenden Teppich direkt daneben zu legen. Dass nur mal ein Funke hier so klacks rüberspringen muss und schon sind die Treppe und die Balken und alles in Flammen. Aber hey, ist der Jünger ihr Haus? Gib mich nichts an. Anscheinend wohnt Brill hier bei den Jüngern. Muss ich hier rein oder wie oder was? Irgendwie wird mir jetzt wieder... Ach so, wartet mal. Hier wird mir da lang... Ah ja, ich muss wieder nach unten, genau. Man muss ja immer nach unten in deren Gemächer. Vor allem ist es jetzt mitten in der Nacht, wahrscheinlich auch deswegen. Habe ich eigentlich auch ein Zimmer da unten? Ich gehöre jetzt irgendwie auch zu den Jüngern. Ich glaube schon, mir wurde was gesagt, dass ich irgendwo eine Baracke habe quasi jetzt. Aber ich habe ja mein eigenes Haus. Für was brauche ich eine Baracke hier? Ich könnte halt jetzt schnell mal schlafen. Hallo? Ah, hallo. Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr ausseht. Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd gehen. Eiswolf ist tot. Der Eigentümer dieses Ortes ist sicher erleichtert. Und bezahlt hat er auch schon. Ich suche noch weiter nach Arbeit. Immer noch hoch motiviert. Sehr gut. Vielleicht behält Skjör ja recht, was euch angeht. Er hat etwas Besonderes für euch geplant. Ihr solltet besser mit ihm reden. Okay. Wenn ich nur wüsste, von wem sie spricht und wer Skjör ist. Aber Skjör finden wir schon, wenn wir einfach... Ich gehe mal... Ich finde es irgendwie komisch, dass die Quests hier in diesem Startmenü sind, wo so Sachen wie Statistik und System sind. Das sind, finde ich, so spielweltfremde Sachen, aber die Quests gehören meiner Meinung nach in ein Questbuch, das man am besten... Das wäre so geil, dass man am besten so richtig in der Hand hält und dann blättert man die Seiten um und da stehen dann so geschrieben die Quests. Sowas wäre schön. Okay, ich aktiviere mal, sprich mit Skjör. Ah, der ist gleich hier gegenüber. Er hat uns wahrscheinlich eh belauscht. Ah, da seid ihr ja. Ja, da bin ich. Ihr wolltet mich sehen? Ja, für dieses Mal habe ich etwas geplant, was ein wenig anders ist. Aber das muss nicht jeder hören. Trefft mich heute Nacht in der Tiefenschmiede. Dann reden wir weiter. Wo finde ich diese Tiefenschmiede? Ah ja, ihr habt sie ja noch nicht gesehen. Unter der Himmelsschmiede, wo Eorlund arbeitet. Die Tür ist verborgen, aber ich zeige euch den Weg. Eine geheime Schmiede unter der echten Schmiede. Okay, dann bis dann. Bis dann. Geht der jetzt auch dahin? Gehen wir da direkt jetzt hin, oder? Naja, dann. Und sie auch? Ist es schon so früh? Habe ich die jetzt geweckt und jetzt denken die sich, ah, scheiß drauf, dann stehe ich halt gleich auf. Und sind den ganzen Tag schlecht gelaunt wegen mir. Wahrscheinlich. Tut mir leid. Aber ihr könntet auch einfach eure Türen zumachen, wenn ihr schlaft. Oder absperren. Dann würde nicht einfach irgend so eine fremde Katze bei euch reinspazieren und euch wecken. Ja, passt eigentlich ganz gut, oder? Ist doch typisch Katze, dass man mitten in der Nacht Leute aufweckt. Aus unerfindlichen Gründen. Weil man der Meinung ist, die sollten jetzt mal wach sein. Man will nicht mal irgendwie was zu essen oder spielen, sondern einfach nur so. So. Himmelsschmiede. Moment, ich laufe ja ganz falsch. Zur Himmelsschmiede geht's ja woanders lang. Genau, zeig du mir den Weg. Ich gehe einfach ihm hinterher. Ich folge dir unauffällig. Skjör. Du. Schöne Nacht für einen absolut unverdächtigen Spaziergang. Du bist mir zu langsam. Ich glaube, hier geht's hoch, oder? Nein, es geht nicht hier hoch. Dann ist Alea es gut. Alea wird in Kürze bei uns sein. Sobald sie drinnen ist, können wir ihr folgen. Guck mal, diesen unfassbar... Alea wird in Kürze bei uns sein. Sobald sie ja, hast du schon mal gesagt. Diesen Alea unfassbar unverdächtigen Eingang. Sobald sie drinnen ist, können wir ihr folgen. Okay. Sie ist da. Ich das... Jaha. Er hört nicht mehr auf. Er hört nicht mehr auf zu reden. Sie ist vor allem schon da. Seid ihr bereit? Ja.
Ich bin bereit für die nächste Prüfung. Das ist keine Prüfung, Jungblut. Das ist ein Geschenk. Tretet ein. Dann bin ich bereit für das nächste Geschenk. Ich wollte eigentlich nur Licht machen. Welpe. Ja, ja. Selber Welpe. Ich bin kein Welpe, ich bin Kätzchen. Will ich nicht mehr hören. Oh nein, ein Werwolf. Ich töte ihn sofort. Ach so. Das ist hier wahrscheinlich Alia. Hallo. Irgendwie sehen Werwölfe immer sehr männlich aus, oder? Wir machen dies im Geheimen, weil Kotlak zu sehr damit beschäftigt ist, dieses große Geschenk wegzuwerfen, das uns gegeben wurde. Andererseits... Er ist der Meinung, dass wir verflucht wurden. Aber wir wurden gesegnet. Wie kann etwas, das diese Macht verleiht, ein Fluch sein? Also nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Um in die Sphären der Gefährten aufsteigen zu können, müsst ihr uns im gemeinsamen Blut des Wolfes beitreten. Seid ihr bereit, euren Geist mit der Tierwelt zu vereinen? Ja, ich möchte ein Werwolf sein. Hey, warum denn nicht? Ich bin bereit. Nun denn. Eine Werwolfkatze. Au. Das sah ein bisschen albern aus. So platsch. Riesen Bluttropfen. So das Becken ist voll. Na gut, dann trinke ich hier mal ein bisschen, ne? Prost. Bestiengestalt hinzugefügt. Ich bin jetzt eine Bestie. Und was jetzt? Jetzt bin ich hier in Weißlauf als Bestie. Hätten die nicht besser auf mich aufpassen können? Jetzt habe ich den Salat. Was machen wir jetzt? Wenn mich die Wachen sehen. Ich glaube, die werden erbost sein. Kann ich jetzt super hoch springen? Oh, enttäuschend. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie so auf Häuser springen und Spinnenfäden aus meinen Handgelenken schießen. Und Laser aus meinen Augen. Sowas in der Art. Aber gut. Ich schätze mal... Ah, man läuft auf allen Vieren. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gesehen hat. Wenn ich sprinte, dann... Es sieht ein bisschen albern aus. Okay. Was mache ich jetzt? Jetzt mal ohne Witz. Die machen mich zu einem Werwolf und dann sagen die schon. Und jetzt komm mal allein klar. Idiot. Ich gehe mal nochmal in die Tiefenschmiede und beschwere mich mal. Hallo? Was ist hier los? Hä? Ist es hier so dunkel, oder? Oh! Eine Fülle von Geschenken für mein Kind. Finden, herstellen und kaufen. Spielzeug, Kleidung und Süßigkeiten. Ich will selber Süßigkeiten. Aber mein Kind kann auch welche haben. Aber die, nur die Hälfte. Halb, würde ich sagen. Ah. Hä? Was ist denn jetzt los? Jetzt kenne ich mich echt nicht mehr aus. Ich dachte schon fast, dass ihr nie mehr zurückkommt. Eure Verwandlung war nicht das, was man einfach nennt. Aber ihr lebt noch. Gratulation. Wir haben sogar eine Feier für euch geplant. Eine Gruppe Werwolfjäger hat drüben beim Galgenfelsen ihr Lager aufgeschlagen. Die Silberne Hand. Ich glaube, ihr kennt sie bereits. Wir werden sie alle abschlachten. Jeden Einzelnen. Nach euch. Skjör ist bereits als Kundschafter vorgegangen. Wir sind also Werwolfjäger. Sehr gut. Was ist gerade passiert? Das ist eine gute Frage, die ich wahrscheinlich auch wirklich gern stellen würde in der Situation. Ihr wurdet als Teil des Rudels neugeboren, Bruder. Fast beneide ich euch. Das erste Mal ist immer am intensivsten. Ihr habt uns sogar mehr Schwierigkeiten bereitet als damals Farkas bei seiner ersten Verwandlung. Mehr Schwierigkeiten. Ich bin ein bisschen Gassi gegangen und dann wieder zurückgekommen. Was bedeutet es, ein Werwolf zu sein? Ach, was bedeutet es, ein Werwolf zu sein? Dass ich mich jetzt in einen Werwolf verwandeln kann und dann Nahkämpfer bin. Was soll das schon bedeuten? Gibt es ein Heilmittel? Wohin gehen wir? Könnt ihr mich in der Schießkunst unterrichten? Ist vielleicht nicht gerade der richtige Moment. Okay, wohin gehen wir? Moment, ich weiß, wohin wir gehen. Aber, also, gehen wir? Mhm. Oh, das wäre beinahe schief gegangen. Ich wollte nur ein Candlelight machen. Moment, ich habe ein Candlelight. Naja, jetzt habe ich zwei.
So. Na gut, ich würde sagen, bevor wir uns jetzt der silbernen Hand zuwenden, muss ich hier die Folge jetzt mal beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. So viele Quests. Guckt euch das mal an. Werden wir alles erledigen. Also vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Ciao.